Ich komme jeden zweiten oder dritten Tag hierher. Das tut mir gut. Hier riecht es nach meiner Familie. Sogar mitten im Winter besuche ich dieses Haus, um Ruhe zu finden. Alles ist total zerstört, aber ich fühle mich trotzdem wohl. Wenn es warm ist, kann es vorkommen, dass ich die Nacht auf dem Dach über diesem Zimmer verbringe. Heute sind Sie bei mir, also geht es. Aber wenn ich alleine hier bin, tut es wirklich sehr weh. Der IS nahm mir meine Träume, meine Brüder, meinen Sohn. Sie haben mein großes Haus zerstört. Sie haben die Frauen und Mädchen entführt und vergewaltigt. Sie nahmen uns unsere Ehre. Dieses Haus war voller Leben. Es war immer jemand in der Küche, im Garten. Schauen Sie sich jetzt um. Hier ist niemand mehr. Idris' Leben änderte sich am 3. August 2014. Kotjo im Norden des Irak, wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Am frühen Morgen jenes Augusttages überfielen rund 20 IS-Kämpfer das Dorf und überraschten die Einwohner im Schlaf. Sie nahmen alle gefangen und stellten sie vor die Entscheidung, zum Islam konvertieren oder sterben. Die Einwohner waren alle Jesiden, eine religiöse Minderheit. Alle weigerten sich, zu konvertieren. Der IS nahm die Frauen und Kinder als Geiseln, die Männer wurden hingerichtet und ihre Körper warfen sie in Massengräber. Fünf Jahre später suchen nun zum ersten Mal Ermittler der UNO nach den Leichen. Das Geisterdorf Kotjo ist nun offiziell ein Tatort. Jeder menschliche Knochen, jede Patronenhülse ist ein Indiz für den Beweis eines Völkermords, der heute noch keinen Namen trägt. Internationale Aufmerksamkeit bekamen die Jesiden erst dank Nadia Murad. Der IS machte sie zur Sabaya, zur Sexsklavin. 13 Mal wurde sie weiterverkauft, bis ihr endlich die Flucht gelang. Bitte, lass mich durch. Hör mal, ich bin ein Überlebender des Massakers. Lass ihn durch. Nadia Murad bekam 2018 den Friedensnobelpreis und wurde zur weltweiten Stimme der Jesiden. Die Opfer in diesen Massengräbern wurden von den Dschihadisten des IS über 10 Tage lang festgehalten. Sie flehten die Welt um Hilfe an, um dieses Massaker zu verhindern. Leider wurden sie nicht gehört. Niemand wollte diesen Völkermord verhindern. Dieser Genozid, diese Massengräber, diese Zerstörung sind das Ergebnis der Barbarei des IS. Aber sie sind auch das Ergebnis eines Verrats. Ja, ich sage es ganz offen, die Behörden haben uns nicht beschützt. Der IS hat kurzen Prozess mit uns gemacht. Das war eine ethnische Säuberung.
Das sind die Einwohner von Kuzhou. Sie wurden alle hier getötet. Er hat seine ganze Familie verloren. Sie wurde einfach ausgelöscht. Keiner ist mehr am Leben. Die Mitglieder dieser Familie sind jetzt Gefangene des IS in Syrien. Diese Kinder wurden von ihren Müttern getrennt. Das hier war eines von 12 Kindern, die zusammen mit den alten Frauen getötet wurden. Das Dorf Kozhou hat am schwersten gelitten. Insgesamt sollen in der Region Sinjar mehr als 3000 Jesiden getötet und 6800 verschleppt worden sein. Idris hat 9 Familienmitglieder verloren. 2 weitere werden noch vermisst. Das ist die Liste der Dschihadisten, die das Massaker in unserem Dorf verübt haben. Abu Hamza und die anderen lebten in Nachbardörfern. Man lief sich fast täglich über den Weg. Sie haben bei der ethnischen Säuberung mitgemacht. Ich habe 17 Namen aufgeschrieben. Würde ich mich rächen, dann wäre ich wie Sie. Es gibt das Gesetz, das Recht, Gerichte, Regierungen. Indem ich diese Liste der Justiz übergebe, räche ich mich auf meine Weise. Diese Verbrecher dürfen nicht frei herumlaufen. Aber da ich überlebt habe, werden sie keinen ruhigen Tag mehr haben. Idris' Angaben wurden hier geprüft und registriert, bei der Kommission zur Untersuchung und Sammlung von Beweisen in Dohuk, in der autonomen Region Kurdistan. Hussam Mohammed Hussein ist verantwortlich für diese Datenbank. Gerade einmal 20 Mitarbeiter ermitteln im Völkermord an den Jesiden. Eine überwältigende Aufgabe. Wir haben Fälle mit einem Verbrechen pro Familie, andere mit 2, bis zu 16 Verbrechen. Zum Beispiel vermisst eine Person vielleicht nur einen Angehörigen, während es bei einer anderen 40 Familienmitglieder sind. Wir behalten alle Akten im Archiv. Alle. Sollte eines Tages ein internationaler Gerichtshof danach verlangen, werden wir sie ihm komplett zur Verfügung stellen. In diesen Schubladen warten mehr als 3000 Akten darauf, dass die Justiz ihre Pflicht tut und den Jesiden-Märtyrern einen Namen gibt. Doch wird man die IS-Verbrecher eines Tages wirklich angemessen bestrafen? Im Irak haben wir diesbezüglich eine Rechtslücke. Wir sind derzeit nicht in der Lage, Verbrechen internationalen Ausmaßes zu verurteilen, wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Meines Erachtens werden aber nur diese Anklagepunkte den Opfern gerecht. Ich denke, eine Verurteilung der Schuldigen wegen Terrorismus wäre für die Opfer und ihre Familien nicht ausreichend. Doch die meisten Dschihadisten sind noch auf freiem Fuß. Seit dem Fall ihres Kalifats leben sie mit ihren Familien im Verborgenen, in den Bergen und den Wüstengebieten der Region. Sie halten weiterhin viele Jesiden gefangen. Über 2000 werden noch immer vermisst. Manche können entkommen. Sie suchen Zuflucht in Dohuk, der nächstgelegenen Kurdenstadt. Seit 5 Jahren finden sie alle in diesem Gebäude Unterstützung, im Hilfsbüro für Entführte,
Nach jahrelanger Gefangenschaft bekommen die Geiseln hier ihre Identität zurück. Die Frauen meiner Familie wurden befreit. Sie melden sich gerade an. Wurden sie hierher vorgeladen? Nein, sie kamen gerade erst frei. Ihre Schwester auch. Ich habe keine Akte. Kann ich trotzdem bleiben? Es genügt nicht, diesen Menschen ein paar Papiere in die Hand zu drücken. Sie brauchen mehr, um ein neues Leben beginnen zu können, um nochmal von vorne anzufangen. Wir brauchen auch mehr Betreuungszentren. Die Menschen, die hierher kommen, sind traumatisiert. Sie haben schwere physische und psychische Probleme. Unter den Überlebenden sind viele Frauen, aber auch Jugendliche. Jungen, denen man beigebracht hat, ihre Heimat, ihre Religion und ihre Sprache zu hassen. Timan ist der Neffe von Idris. Er ist 15. Als er seinen Onkel das letzte Mal sah, war er 10. Er kommt aus Syrien zurück, wo er nach der Zerschlagung des IS freikam. An diesem Morgen hat Timan einen Termin mit einem Angestellten des Hilfsbüros. Er soll sich registrieren lassen. Seit wann bist du hier? Seit 5 oder 6 Tagen. Herzlich willkommen. Alles klar? Bist du fit? Isst du vernünftig? Kannst du gut schlafen? Wie ist dein vollständiger Name? Timan Nuri Said. Und dein Dschihadistenname? Abu Bakr. Wie? Abu Bakr. Wie lange warst du in dem Trainingslager? 6 Monate. Was hast du dort gemacht? Sport. Mit der Kalaschnikow, dem Maschinengewehr. Wie viele Suren kennst du auswendig? 5. Amma. Amma. Tabarak. Tabarak. Katsamiya. Katsamiya. Al-Anfal. Anfal. Und die Mohammed-Sure. Mohammed. Wie haben sie euch geschlagen? Mit einem Gürtel. Haben sie euch ausgepeitscht? Ja, kopfüber aufgehängt. Und dann? Peitschten sie unsere Füße. Hast du gekämpft? Ja. Beim Flughafen von Palmyra? Nein, in der Wüste. Wie oft? Nur einmal. Mit welcher Waffe? Einer Kalaschnikow. Hattest du Munition? 6 Magazine. Haben sie dich beeinflusst? Dich davon überzeugt, Jesiden zu töten? Ja. Du bist doch vor Ort. Gibt's was Neues von dem Mädchen? Wir arbeiten dran. Ich habe ihren Namen 2 Leuten gegeben, die suchen nach ihr. Okay. Und die Mutter mit den 4 Kindern? Hast du sie schon gefunden? Nein, ich suche noch. Okay. Aber ich brauche eine genaue Adresse, verstehst du? Ich kann dir keine genaue Adresse geben. Verstanden. Ich sag dir, was sie mir beschrieben hat. Nach dem Massaker von Kocho beschloss Idris, Geiseln zu befreien. Im Laufe der Jahre hat er ein Netzwerk von Spionen aufgebaut, die Kontakt zu den Dschihadisten haben. Er konnte bereits 216 Jesiden retten. Um herauszufinden, wo sich eine Geisel befindet, bitte ich Sie, mir die Umgebung zu beschreiben.
Wie viele Meter oder Kilometer ist das Haus, in dem sie sich befindet, von der Straße entfernt? Gibt es eine Moschee oder Schule in der Nähe? So kann mein Spion das Haus ausmachen und sich unbemerkt nähern. Dann sage ich der Geisel am Telefon, geh auf die Straße. Dort wird jemand an dir vorbeigehen und du sagst nur ein einziges Wort. Idris. Dann gehst du ihm in 200 bis 300 Meter Entfernung hinterher. Verliere ihn nicht aus den Augen. Bleib mit deinen Kindern, wenn du sie bei dir hast, hinter ihm. Und wenn ihr an einem Ort angelangt seid, an dem euch kein Dschihadist sehen kann, sprichst du mit dem Mann. Er wird dir sagen, wie die Flucht organisiert wird, wann du wohin kommen sollst, um von ihm mit dem Auto abgeholt zu werden. Die meisten befreiten Jesiden leben heute im Flüchtlingslager Qadiya. Es liegt in der autonomen Region Kurdistan im Irak, an der Grenze zur Türkei. Über 14.000 Flüchtlinge leben hier. Nur im Lager sind die Jesiden relativ sicher und können überleben. Nach Hause zurückzukehren wäre für sie viel zu gefährlich. Die Region Sinjar hat große Erdölvorkommen, um die Milizen und die irakische Armee kämpfen. Ich denke an meine Eltern, vor allem an meinen Vater. Er wollte, dass ich studiere. Etwas aus meinem Leben mache. Er sagte, konzentriere dich auf das, was gut für dich ist und halte dich von allem anderen fern. Wir haben alle etwas im Leben, das uns verfolgt und das wir am liebsten vergessen würden. Möchtest du zeichnen, was dich quält und was du am liebsten loswerden würdest? Sharla wurde vor knapp 2 Jahren von Idris befreit. Sie war gerade einmal 11, als sie entführt wurde. Ihr Vater starb in Kodjo. 2 ihrer Geschwister werden noch immer vermisst. Über 1 Jahr lang hat Sharla geschwiegen. Erst seit wenigen Wochen vertraut sie sich der Psychologin an, die sie betreut. Bist du fertig? Lass uns darüber sprechen. Wer ist es? Das ist ein Dschihadist, bei dem ich war. Er hatte schwarze Haare, blaue Augen, schwarze Sandalen und einen Ring an der rechten Hand. Die Familie hat mich gekauft und geschlagen. Sie haben meinen Kopf zerschlagen und meinen Arm verbrannt. Sie haben mich immer und immer wieder geschlagen. Warum? Seine Frau ertrug es nicht, dass er mit mir schlief. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht wollte und nichts dafür konnte. Wie viele wart ihr? Ich und 3 Freundinnen. Ich bei Abu Dschihad, die anderen Mädchen für die anderen Dschihadisten. Und dann hat er mich an einen Mann namens Abu Bara verkauft. Heute haben wir über Abu Dschihad gesprochen. Morgen sprechen wir über Abu Bara. In 3 Jahren Gefangenschaft wurde Sharla 8-mal verkauft. Diese Straße führt zum Tempel von Lalish, dem Heiligtum der Jesiden.
Seit Beginn des Völkermords kommen jedes Jahr mehr Menschen, um das neue Jahr zu feiern. In diesem Jahr ist auch Schala dabei, begleitet von ihrer Mutter. Sie war auch als Geisel in Syrien und wurde erst vor kurzem befreit. Endlich habe ich meine Mutter und meine Schwester wieder, einen meiner beiden Brüder und meine Cousins. Mit meiner Familie vereint zu sein, macht mich glücklich und gibt mir Kraft. Möge die weiße Quelle dich segnen, schützen und dir ein langes Leben schenken. Möge die weiße Quelle dich segnen. Der Tradition nach werden Jesidinnen, die mit Nicht-Jesiden Geschlechtsverkehr hatten, zum Tode verurteilt. Doch angesichts ihrer Tragödie haben die religiösen Instanzen beschlossen, die Frauen nicht nur zu verschonen, sondern sie sogar heilig zu sprechen. Die Rückkehr dieser Frauen ist ein historisches Ereignis und ein Neuanfang in der Geschichte der Jesiden. Diese Frauen wurden bereits als Kinder getauft. Doch jetzt taufen wir sie noch einmal, um sie vom Schmutz des IS reinzuwaschen. Es ist der Beginn ihres neuen Lebens, ihre Wiedergeburt. Ich habe keine Angst vor dem Tod, also auch nicht vor den Dschihadisten. Für sie bin ich der Ungläubige, der ihre Sklaven entführt. Sie haben alles versucht, um mich, den Ungläubigen, aufzuhalten. Sie haben mich bedroht, mir Fotos geschickt, die sie von mir gemacht hatten. Aber das ist mir egal. Um sich zu rächen, haben sie gesagt, du wirst deine Tochter nie wiedersehen. Für mich war das, als hätten sie sie ein zweites Mal entführt. Seit jenem Tag glauben sie, einen Schatz in Händen zu halten, meine Tochter. Bis heute ist dieser Schatz immer noch gefangen. Immer noch. Idris wird weiterkämpfen. Nach Kodjo aber wird er nicht zurückkehren können. Die Dschihadisten haben Minen ausgelegt, damit die Bewohner ihren Häusern fernbleiben. Der IS wurde aus dem Dorf vertrieben, doch die Jesiden sind noch immer nicht vor ihm sicher.